Conchita Wurst in Lebensgefahr? Das Leben der Travestie-Künstlerin ist nicht nur Glanz und Glamour. Manche kommen mit dem schillernden Auftreten Conchitas alias Tom Neuwirth überhaupt nicht klar. So wenig, dass sie ihr sogar krass drohen. Morddrohungen. Großartig. Kriege ich schon seit Anbeginn meiner Karriere. Man muss sich keine Sorgen um mich machen. Ich habe keine Angst. Taffe Conchita. Mit diesem Selbstbewusstsein geht ihre Karriere trotz der Hater weiter steil bergauf. Seit dem ESC-Sieg ist die Sängerin weltberühmt. Fernsehshows reißen sich um sie. Oh, es ist überwältigend. Es passiert irgendwie fast jeden Tag, dass ich Leute kennenlerne, die ich sonst nur aus, ja, wie wir alle eben, aus dem Fernsehen und aus Magazinen kennen. Und jetzt lebe ich mein Leben genau so, wie ich es immer haben wollte. Conchita im Glück. Und solche glanzvollen Auftritte dürften doch auch noch die letzten Zweifler von ihr überzeugen. Spaniens König im überraschenden Ruhestand. Knapp 40 Jahre gehört Juan Carlos der Thron. Jetzt dankt er plötzlich ab. Die Gesundheit ist seit längerem angeschlagen, das Image angekratzt. Sohn Felipe soll übernehmen. Das war hinter den Kulissen lange geplant, weiß der Adelsexperte. Bei Felipe ist es so, er ist ja ebenfalls mit Letizia auf das Amt hin erzogen worden. Was für uns überraschend kommt, kommt für die Königsfamilie natürlich längst nicht so überraschend. Das hat er ja nicht, der König, sich morgens nach dem Frühstück ausgedacht. Doch alle Augen werden nun vor allem auf Letizia ruhen und ihrer sehr, sehr dünnen Figur. Wenn Letizia brav isst und jeden Tag schön mal auf die Waage guckt und aufpasst, dass die nicht runtergeht, dann werden die Negativschlagzeilen, was die Magersucht anbelangt, schon mal verstummen. Wenn sie in den Spiegel schaut und merkt, da ist nun nichts mehr zu korrigieren, sie hat ja etliches machen lassen, Nase und Wangen, dann wird es auch da keine Schlagzeilen mehr geben. Letizia unter Druck. Ob die 41-Jährige dem gewachsen ist, wird die Öffentlichkeit sehr genau beobachten. GZSZ-Eiler im Miley-Fieber. Nadine Menz enthüllt die Neue in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett in Berlin und ist ganz hin und weg von ihr. Ich finde einfach, dass sie eine unglaubliche Künstlerin ist. Also sie ist vom Gesanglichen wie vom Schauspielerischen einfach wirklich bewundernswert. Und in den jungen Jahren schon so ein Weltstar zu sein, das schafft nicht jeder. Die bisher so brave Nadine Menz schwärmt für Popo-Wackel-Queen Miley Cyrus? Und das, obwohl sie selbst von sich sagt, sie wolle nie blank ziehen? Vielleicht wird aus Ayla ja jetzt Myla. Na, dann kann es ja heiß werden bei GZSZ. Ja, er tut's schon wieder. Zombie Boy liegt unter der Nadel. Zum ersten Mal lässt er sich in Deutschland, genauer gesagt in Essen, verschönern. Jetzt muss der Oberschenkel dran glauben. Eine ziemliche Herausforderung, denn tattoofreie Zone nicht bei Zombie Boy. Tätowiererin Brambilla schafft's trotzdem. Und Zombie Boy ist, wie kann es anders sein, mega happy mit seinem allerneuesten Motiv. Ich bleib so, wie ich bin.